Es ist egal, du bist jetzt lauter und ich bin jetzt ein bisschen leiser und jetzt können alle lauter und leiser stellen. Oh Mann, Frau, du ein Technik, ey. Wieso? Es funktioniert doch jetzt alles. Was ist denn dein Ja, aber ein Problem? Kompressor auf dem Desktop-Audio? Moment mal, bevor ich sowas sage, soll ich vielleicht Weißt gucken, du, ob ich das auf habe. weißt du, wie laut manche Lieder sind, wenn man so Song Requests hat? Vielleicht habe Hast ich du das auch ein. auch. Warum habe ich denn einen Kompressor auf dem Desktop-Audio? Vor allem mit einem 10, da kommt ein 10 zu 1 Verhältnis. Das ist nicht mal Standard, das ist eingestellt. Ha! Was hab ich für einen schrägen Schatz daheim? Er meinte zu mir gerade, dass ich im Schlaf gemurmelt hätte. Und jetzt schreibt er, du schienst etwas verängstigt, aber ich muss zugeben, es war ziemlich niedlich. Emily hat übrigens heute Geburtstag, wir haben gestern Pias Geburtstag verpennt. Ist mir egal, mein Typ steht drauf, wenn ich ängstlich bin. Ich habe echt den Falschen geheiratet. Ja, weil er dich dann mal stark fühlen kann, um dich zu beschützen. Das ist deine Interpretation. Die Antwort ist ganz Nicht? niedlich, ist zugegebenermaßen. Der ist halt sonst nicht so gut drauf. Ich finde es auch sexy, wenn Männer Angst haben. Immer. Worum geht es im Spiel eigentlich? Farmen. Eigentlich geht Ausbauen, es darum, Familie wenn. gründen, Ja, poppen. genau. Das nicht. Doch. Leider. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass Ben und ich die ganze Zeit über Sex reden. Das ist der Überhaupt Sinn, nicht. warum Du man dieses bringst das Spiel Thema immer wieder macht. auf. Es liegt wohl eindeutig an dir. Das wird immer in deinem Stream wird über Sex geredet. Wenn ich alleine streame, passiert das nie. Warum nicht? Genau, also Sims, was meint das gleich Stardew Valley? So ein bisschen. So ein bisschen, ja. So ein bisschen Farming Simulator ist aber wahrscheinlich auch noch dabei. Ich glaube, Minecraft Ich kann ist es es mir leider nicht. weniger. Minecraft ist ein bisschen mehr Survival und mehr Aufbau. Und hier ist viel, viel weniger Aufbau, also weniger Freiheiten der So ein bisschen mehr Aufbaumöglichkeit. Farm Simulator. Was? Mir Es gehen keine Themen außer Sex und wie schlecht sie in Dota spielt. Ich geb gibt dir ja ein Apex in gleich. 2000 Kann Damage ich morgen Nähe. sagen. Es gab gestern drei Games mit 1059. Ich finde so viel mehr Themen. Gerade eben habe ich über Foodsharing erzählt. Ja, Ja, das Schmelz, ist das ist natürlich traurig, wenn man so knapp an dem Badge vorbeirutscht, ja. Musik, Das ja, siehst du, stimmt. über Musik rede ich auch. Und wie lange redest du durchschnittlich über Musik? Keine Ahnung. Ich stopp nicht die Zeit, wie oft und wie lange ich über irgendwas rede. Wer macht sowas schon? Professionelle Streamer. Die Zeit stoppen über wie viel sie über was reden? Ja. Ernsthaft? So? Wir müssen ja auch die Werbung passend schalten. Was soll denn das? Dann bin ich garantiert kein professioneller Streamer. Tja. Hast du einen Fußfetisch? Was? Warum schert man eigentlich Foodsharing? Food. Ja, Foodsharing wäre aber der Fuß. Das ist sehr schön, Nofga. Entwickel mal deine eigene Musik. Mit Artikel 13 brauche ich nämlich bald jemanden, der mir neue Stream-Musik gibt, die er selber Und besitzt. schriftlich urheberrechtlich einräumt, dass du benutzen darfst. Sehr, sehr richtig. Weil ich Aber immer noch wenn. der Meinung bin, dass viele Künstler dann einfach sagen werden, ja, benutzt unsere Musik, ist doch scheißegal. Ja, was halt leider das Problem an der Wurzel nicht packt, weil man dann trotzdem Upload-Filter-mäßig Ja, Ärger das ist bekommt. halt tatsächlich das Problem. Ja. Wortspiele? Ja, so ein bisschen. Ja, ich habe auch. Während ich es gesagt habe, habe ich gedacht, Scheiße, da hast du gerade irgendwas durcheinander gebracht. Und dann hat aber Ben schon geredet und dann wollte ich nicht nochmal intervenieren. Was Es habe gibt einen ich? Unterschied zwischen Auflegen und Produzieren. Wir haben 150, 70 Hartholz, warum sagst du mir das nicht? Weil du selber reingucken musst. Ich gehe jetzt mein Haus bauen. Geh mal dein Haus bauen. Brauche ich nur die 150 oder brauche ich noch irgendwas anderes? Geld. Geld habe ich. Massig. Bist du Ist sicher? ein Du hast kein Taschengeld von mir bekommen. Wurde nicht autorisiert. Ich brauche dein Taschengeld nicht. Die Ich habe 700.000 gehören mir, ja? 736.000 auf dem Konto. Die sind überhaupt nicht die. Ich bin gerade die ganze Zeit am Farmen. Wer hat denn hier sich wohl die ganze Zeit hochgefarmt, dass du überhaupt jetzt farmen kannst, so schön groß? Außerdem muss ich jetzt hier wieder wieder abbauen und ernten, weil du nicht da bist, weil du dann das Haus bauen musst. Haus verbessern. Das kostet nur Oh Mann. 50. 50.000, ja, ich weiß. Ja, ich habe. Dankeschön, dass du mir das gesagt hast, dass wir 170 Hartholz haben, Xan. Ohne dich wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Voll lieb von dir. Du guckst in die Kiste und siehst es nicht. Das war Ironie, Hase.
Sagst du jetzt, um dein Gesicht zu wahren. Cards Against Humanity, ja. Oh Gott. Cards Against Humanity habe ich letztens mit Felix und Chris gespielt. Das ist aber irgendwie zu dritt nicht so cool. Oh, Xan. Und ich habe zu viel Apex gespielt. Ich habe gerade 3 gedrückt, um meine Hand zu lernen. Ha! Das wäre so schön einfach. Was wäre einfach? 3 zu drücken, um die Hand zu lernen. Leider funktioniert das hier nicht. Tatsächlich hat es doch funktioniert, weil dann hatte ich zumindest nichts mehr optisch in der Hand. Mhm. Xan nimmt immer alles ganz genau, aber dafür kennen und lieben wir ihn. Meistens. Eigentlich nicht, aber ich muss sowas sagen. Ich liebe Xan nicht, ich mag ihn nur. Liebe ist so ein starkes Wort, das würde ich jetzt nicht inflationär verwenden wollen. Irgendwie ist das sau eklig. Hä? Liebe ist sowas Besonderes, ich muss das in einem ganz bestimmten Kontext sagen. Ich finde trotzdem, dass ich liebe dich tatsächlich inflationär verwendet wird, tatsächlich. Das wird es in der Tat. Und deswegen eigentlich auch die Bedeutung ein bisschen verloren hat. Finde ich ein bisschen doof. Ich zieh's zurück, du hast recht. Also, mir geht es gar nicht so sehr um dieses filmische, aufgebauschte, 3 Jahre angestaute Schatz, endlich bin ich so weit. Sondern einfach nur, dass das Wort zu viel benutzt wird. Ja, sorry. Ja, wir lieben dich, Xan. Du hast sehr viel falsch gemacht. Wieso? Er fragt, er liebt mich, was habe ich falsch gemacht? Und ich sag, ja, wir lieben ihn. Offensichtlich hat er sehr viel falsch gemacht. Xan, jetzt eine wichtige Frage. Fühlst du dich bestraft, wenn Lumi dich liebt? Das ist eine sehr gemeine Frage. Darf ich das mal anmerken? Er fragt ja, was hat er falsch gemacht. Deswegen frage ich die Frage. Also, hat ja einen Hintergrund. Aber noch ist es offen, ob sich das auf dich oder auf mich bezieht. Auf deine. Ich habe gesagt, ich liebe ihn nicht. Auf mich kann sich nicht beziehen. Okay, ich bin raus. Ja, okay. So. Ja, und für die meisten hat es heutzutage eh keine Bedeutung mehr. Man sagt es. Ich glaube, das Ding ist, heutzutage sagen die Leute, ich liebe dich. Und was sie eigentlich meinen, ist, ich habe mich verliebt in dich. Und das ist halt ein Unterschied. So, und deswegen sagen das manche, wenn sie so die ersten 1-2 Wochen miteinander im Bett landen und total happy sind und da irgendwie ihre Herzchen malen und denken dann gleich, wow, das wäre so, war so voll. Von wem ist die Kupferhacke, die hier rumliegt? Genau. Von Felix. Liebe für alle awakened hier. Freie Liebe, was? Ich glaube, das war keine rhetorische. Achso, es war eine. Nein, es war keine rhetorische Frage von Ben. Ich glaube, er will wirklich wissen, ob sich Xan bestraft fühlt, weil ich ihn liebe. Ja, das war tatsächlich eine ernste Frage. Wenn er so das in den Chat schreibt, dann finde ich meine Frage berechtigt. Du hast gerade Herzchen geschrieben, mach das nicht schlecht. Wo hast du denn dein Herzchen geschrieben? Es ist so irritierend, weil Novka und Awakened bei mir gerade die gleiche Farbe haben. Das ist auch so was. Das ist auch so was, was mich immer rauswirft, wenn zwei Leute im Chat schreiben und die exakt die gleiche Farbe haben. Ich verwechsel die immer. Ich hasse das. Und wenn sie dann noch so in etwa die gleiche Schriftlänge haben und man in so schnellen Spielen immer nur so kurz hinguckt. Ich verwechsel das, wenn ich selbst nur Zuschauer bin von dem Stream und mit den Leuten schreibe. Ach so, Novka, okay. Ja, andere Kommunikationsmittel habe ich nicht im Blick, während ich streame. Auch kein Discord, falls Felix schreibt? Auch nicht. Bist du eigentlich jetzt schon am Bäume fällen? Xan fühlt sich immer bestraft, nicht nur wenn Lumi ihn liebt. Ist das jetzt gut oder schlecht? Nee, Felix hat mir auch nicht geschrieben, ich habe es doch nochmal auf den Handy geguckt. Ich sag, der pennt. Er hat auch nicht gelesen, was ich ihm geschrieben habe. Ich sag ja, er pennt. Ziemlich wahrscheinlich sogar, ja. Dem geht's wahrscheinlich heute richtig mies und dann ist er früh eingeschlafen. Oh, was soll's. Armes. Soll sich erholen. Oh nein, was will ich denn hier eigentlich machen? Ich bin immer noch total durch. Vielleicht ein Schreibstil. Weißt du, dass ich mittlerweile unglaublich gut da drin bin? Also ich meine, ich chatte und schreibe ja schon seit Jahrhunderten gefühlt. Jahrhunderten? Oh, ist Lumi alt. Holy moly. So alt. Wer opfert sich das nächste Mal fürs Blutopfer? Ich kann innerhalb von den ersten, ich glaube 10, 15 Sätzen, weiß ich bei den meisten Leuten schon, ob sie männlich, weiblich sind und wie alt sie in etwa sind. Ich liege super selten daneben.
Was heißt, ab wann bist du bei daneben liegen? Ab einem Jahr daneben bei Alter oder? Ich meine, männlich-weiblich ist mindestens eine 50er-Quote. Bei Jahren, sagen wir mal, so 2 Jahre Kulanz. Okay. Das ist schon ganz gut. Dann kritisiere ich nicht mehr, weil du schon viel länger schreibst und du es mir irgendwann gesagt hast und deswegen mein Hirn gerade versucht, sich zu erinnern, wie alt du bist und das nicht mehr ausschließlich von deinem Schreiben her ausmacht. Tomaten durfte ich verkaufen, ne? War top. Nein! Alles klar, Tomaten werden verkauft. Und eingelegt. Wir machen das, wenn jemand Neues hier ist, den ich nicht kenne. Dann rate ich das mal. Also vielleicht, wahrscheinlich ist es dann Also jetzt wahrscheinlich auch. Schnell einen zweiten Account raussuchen. Das ist dann der Vorführeffekt, ich hätte es nicht laut sagen dürfen. Aber letztens war ich beim Hansi im Chat. Und da war ein Mädel, die hat mich dann irgendwie angeschrieben. Also wir haben dann, also ich habe geschrieben, sie hat auch irgendwie geschrieben und ich habe relativ schnell gedacht, ach, das ist bestimmt ein Mädel. Und dann kam von ihr, ob ich denn ein Mädel oder ein Junge bin. Da habe ich gemeint, ja, ein Mädel. Und dann meinte sie, ja, sie auch. Und ich so, ja, das dachte ich mir. Und dann habe ich sie auf, ich glaube, ich habe sie auf 21 geschätzt. Und in meinem Kopf war noch so ein bisschen nicht eigentlich. Habe ich so ein jüngeres Gefühl, aber 21 wird schon passen. Und dann meinte sie, sie sei 19. Das hat man sofort gemerkt. Tomaten soll Ben zu Saft machen? Nein, soll er nicht. Boah, Tomatensaft ist auch sowas Ekelhaftes. Eieiei. Nee, ich wollte hier, Moment, zu Saatgut wollte ich es machen. Nein. Achso, warte mal, es kommt ja bald Sommer, gell? Ja, soll ich nicht zu Saatgut machen? Nee, mach kein Saatgut. Ach, wir schaffen es heute eh nicht mehr in die Mine. In die große Mine. Tomatensaft ist voll geil, ja, Novka, danke. Hallo Sebastian. Na, wie geht's dir hier im Sklavenbereich? Bitte was? Was? Ich habe dich nicht verstanden. Ich bin damit beschäftigt, über etwas nachzudenken. Würde ich jetzt auch sagen, so eine gute Ausrede. Im Sklavenbereich, was machst du denn bitte in meiner Wohnung? Was willst du? Tja, die Sklaven besuchen. Ja, trägt Sebastian wenigstens sein Halsband und ist artig? Ja, er weigert mit mir zu reden, also von daher würde ich sagen, ja. Das ist in Ordnung. Äpfel? Ich finde Tomatensaft lecker. Lass mich. Tomatensaft ist ekelhaft. Sebastian, mein Haussklave. Mein schrägstrich Ehemann. Der muss sein Halsband tragen. Stehst du auf Halsbänder bei Männern? Ja, keine Ahnung, kommt aufs Halsband an. Gibt hübscher. Logischerweise, unsere Voraussetzung ist ein sinnvoll hübsches Halsband und nicht irgendwie, keine Ahnung, das, was du am wenigsten magst. Ein sinnvoll hübsches Halsband? Ja, dann stehe ich auf Halsbänder bei Männern. Es ist genau. So ungefähr wie die Frage, stehst du auf Brüste? Nur wenn sie schön sind. Naja, es gibt Halsbänder und Halsketten und so Sachen bei Männern, die sind wirklich sehr sexy, aber auf... Ich hab wieder Emilys Geburtstag verpennt. Ich bin so leicht, was ja nicht... Also für mich ist es negativ, für Männer natürlich dann entsprechend nicht, aber manche haben so ein bisschen so einen homosexuellen Touch und dann turnt mich das so ein bisschen ab. Also, okay. Aber nicht alle. Okay. Aber so einer Kombi mit einem V-Ausschnitt. Okay. Das hat für mich irgendwie so was leicht Homosexuelles und das finde ich dann irgendwie nicht ganz so. Sowas, was du letztens getragen. Das gefällt dir nicht? Interessant. Nee. Ich hatte schon überlegt, ob ich es hier schreibe, aber jemandem Disskomplimente zu machen wegen seinem Outfit, während er streamt, ist halt einfach echt nicht nett. Kannst du ja machen. Tatsächlich finde ich das nicht so schlimm, ja, wenn man ehrlich sagt, dass man irgendwas nicht so gut findet. Ja, aber das ist auch, ich wurde ja auch nicht gefragt, weißt du? Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie findest du heute mein Outfit, Lumi? Dann hätte ich auch gesagt, naja, ist ganz nur mein Fall. Aber du hast mich ja nicht gefragt. Ja, das Schöne ist ja, ich muss nicht dein Fall sein. Das ist das Perfekte daran. Ja, eben. Das ist ja in Ordnung. Siehst du, und das war auch wieder was... Ich kann ja jederzeit ausschalten. Ja. Nein, nicht tun! Mach doch jetzt deinen Stream nicht aus! Na, ich kann dich jederzeit ausschalten, wenn ich bei dir reingucke, wenn mir dein Outfit nicht gefällt. Du kannst mir sogar jetzt jederzeit ausschalten, theoretisch. Ich kann dich immer jederzeit ausschalten. Ich muss von jetzt an keine Sekunde meines Lebens mehr mit deiner Präsenz. Kannst Präsenz mich aber auch jederzeit anmachen. Hör auf damit! Wie ich dann mein Mikrofon angucke automatisch. Das ist total seltsam, weil ich dich irgendwie so von rechts höre gefühlt. Hallo, ich bin ganz dabei. Nein, ich bin im Haus eingeschlafen. Nein, ich nehme jetzt gleich die Kopfhörer, wenn du es weitermachst.
Nein, man kann ich habe die Frage völlig überlesen. Also so richtig ein Ziel gibt es eigentlich nicht. Ich suche jetzt so ein ASM. Oh Gott, das ist das eklig. Lass es. Ich nehme die jetzt ab. So. Sehr schön, da kann ich jetzt erzählen, was ich will, weil Lumi mich nicht mehr hört. Perfekt. Ich höre dich jetzt nicht mehr, ne? Ich hab's jetzt weg. Das finde ich gut. Also Lumi hört kein Höschen an. Freiheit. Noch. Könnt ihr euch vorstellen, was ihr wollt? Jetzt die Nacht, ne? Lumi, gefällt das anscheinend, ohne hier zu sitzen vor euch und für euch zu streamen. Auf Verdacht auf. Redet er wieder normal? Ich rede immer normal. Mhm, ist klar. Weil ich höre das ja selber, ich habe dir erzählt, ich habe einen Monitor an, ich höre komplett die Sachen selber, die ich da mache. Es ist ja schön, dass du da selber drauf stehst, aber außerdem hörst du nicht, du hörst nicht exakt das, was ich höre, weil da ja auch immer noch so Sachen sind wie die Boxenqualität ist und sowas. Ich hab ja. Ach Mann, dieses Ausversehen-Schenken macht mich fertig. Wenn ich MEG anquatsche, die mir was in die Hand gibt, das wird automatisch ausgewählt. Ich klicke weiter und schenke sie natürlich auch sofort wieder. Das ist so schlimm. Wie oft das mir so das schön, passiert. Dass du mich daran erinnerst. Ich glaube, ich habe Sebastian nichts mehr geschenkt, seit wir verheiratet sind. Tja, jetzt weißt du, warum so Depri ist. Ich sag ja, Sklavenhaushalt. Ja, das ist ja richtig, aber er ist ja gerne mein Sklave. Steht ja drauf. Ja, bis zu einem gewissen Grad stehen, glaube ich, Männer immer da drauf. Das ist mal eine interessante Aussage. Die würde ich gerne erklärt bekommen. Naja, immer arbeiten macht auch keinen Spaß. Man will sich auch mal zurücklehnen und im Zweifel, weil das ist nicht Sklave. Eigentlich ist es schon, das Arbeiten ist ja eigentlich das Sklavending. Ja. Tatsächlich macht es mir aber Spaß, sich zu verwöhnen. So. Verwöhnen ist was anderes, als tatsächlich Sklave zu sein, glaube ich. Ja, okay, das liegt vielleicht daran, dass ich damit keine Erfahrung habe. Oh Gott, ey, mein armer unterer Rücken, ey. Muss man hier in die Gegend. Aber vielleicht ist die Aussage besser, bis zu einem gewissen Grad sind Männer auch gern mal das Spielzeug. Das ist vielleicht die bessere Aussage. Okay, ja, das glaube ich. Das würde ich unterschreiben. Aber ich glaube, das ist jeder zu einem gewissen Grad gerne. Das hängt von Ben ab. Wann willst du denn fertig sein mit Stardew Valley heute? Normalerweise, wie immer, so. Moment, das ist gar nicht mehr so lange. Ist ja schon 21:50 Uhr, ja, dann heute keine Ahnung. Tag? Ja, können letzten Tag machen. Okay, also dann wäre ich in 15 Minuten. In ziemlich etwa. Genau, ja. Ziemlich gefährlich. Also ich muss ja noch Stream umstellen und Ben verabschieden. Also 15 bis 20 Minuten können wir starten. Das dauert nämlich eine Weile, weil da muss er erstmal aus dem Raum gehen, damit sie mich auch ins Bett schicken kann. Ja, der Ben wird dann nachher noch angebunden und noch ein bisschen gepeitscht und dann komme ich wieder zurück und spiele Dota. Das ist die Abendplanung. Aber ich muss ihn erst noch ein bisschen hauen und ihm so ein paar Nippelklemmen oder sowas anlegen, damit er glücklich ist. Das braucht er. Ja. Damit ich noch stehe, wenn du wiederkommst. Richtig. Oh Mann. Würde vielleicht doch ganz gerne wissen, was in deinem Chat gerade abgeht, wenn du so lachst. Ich habe nur eine Rückfrage von Xan mit. Jetzt kriege ich ganz viele Smileys wegen den Nippelklemmen, die nicht sonderlich begeistert sind. So Dance Game oder was? Nee, die Wootface. Achso, Wootface. Heißen sie so? Gott, fühle ich mich manchmal wie so ein Außerirdischer auf Twitch, weil ich ganz viele Sachen immer, einfach nicht kenne. Benutzt immer Dance Game bei solchen Sachen, die ich komisch finde. Tatsächlich. Das glaube ich auch, Awakened. Dass die Dinger wehtun. Ja, das ist ja aber irgendwie Sinn und Zweck der Sache, dass die Dinger wehtun, oder? Vermutlich. Ja, so meine Vermutung. Ich glaube nicht, dass man die benutzt, damit sie hübsch aussehen. Wobei, können auch hübsch aussehen, wahrscheinlich. So bei Frauen, so als Kettchen. Und bei Männern als Kettchen ist es nicht hübsch oder was? Jetzt sind wir wieder hier sexistisch. Lass mich mal nachdenken. Doch, ja auch. Also ich meine, das kommt natürlich auf den Oberkörper des Mannes an und wie er sonst so alles zum Outfit passt, aber...
Immer die Verallgemeinerung, dass nur Frauen Kettchen tragen dürfen. Also Moment mal, also wenn du Nippelklemmen an hast, hast du kein Oberteil und sowas an, ne? Dann hast du da so Nippelklemmen. Ich habe auch gesagt, zum Outfit und nicht Oberteil. Zum Outfit, dann hast du am besten gar nichts an. Also, ey, wieso? Du kannst ja auch noch eine Hose anhaben. What the fuck? In Latexklamotten, das wäre mal was. Ja, genau, so werde ich meinen Stream aufbauen, in Latexklamotten. Ja, und dann darauf pochen, dass du keinen Ausschnitt kein und Boobstreamer bist. Ich sehe einfach, wenn ich so ein Ganzkörper-Latex-Ding anziehe, dann habe ich auch keinen Ausschnitt, ne? Dann bin ich immer noch kein Boobstreamer. Ja, doch, weil Boobs sieht man ja trotzdem bei Latex, weil es eng anliegt und so. Nicht bei meiner Kameraqualität. Ja, siehst du also, nächstes Donation Cover. In Massen, ich sehe es schon. Oder ihr schickt ja einfach eine gute Spiegelreflexkamera, wo man das, die man anschließen kann. Direkt. Ist klar. Ich gleich ein Disclaimer. Bloß, wenn ich jetzt noch eine Donation bekomme, werde ich nicht in Latex-Klamotten streamen. So. Die muss bloß hoch genug sein. Ja, Novka, das war bei mir genauso. Was? Was war bei dir genauso? Muss nicht hoch genug sein. Wie sie mir nicht zugehört hat. So und halt irgendwie schon. Vor allem so 10 Sekunden später. Moment, was habe ich hier verarbeitet? Ich kann nicht gleichzeitig lesen, denken und dir zuhören. Audioaufnahme in Zwischenspeicher geschoben. Erst im Chat antworten und dann die Audioaufnahme aus dem Zwischenspeicher holen. Moment, was war das? Ich habe es aber richtig gehört, ne? Ja. Aber die Reaktionszeit war 1A. Die war ein bisschen vermindert, aber ich habe immerhin richtig reagiert. Ich hätte ja auch was Falsches irgendwie im Zwischenspeicher haben können. Also stimmt, je länger das im Zwischenspeicher ist, desto verfälschter wird das bei dir. Da kommen nee, komische Sachen raus. Okay. Also ich bin allergisch gegen alle anderen Materialien, muss deswegen Latex tragen oder was war jetzt die Intention? So. Genau, weil Latex auch das Material ist, wo man am wenigsten allergisch drauf reagiert. Ist so. Wenn wir das direkt unter die Kamera legen und zwar so, dass ich dann immer so. Ich kann es gar nicht nachmachen, weil meine Kamera so weit oben ist. Chris, du warst doch vorhin schon mal da. Hi! Genau, immer diese Lumi. Aufpassen und lesen geht anscheinend gar nicht klar. Währenddessen verlaufe ich mich im Wald zwischen drei Bäumen. Hallihallo Chris, jetzt auch bei mir. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Chris ist aufgetaucht. Bist du ja spät dran? Wie war dein Tag? Jetzt muss ich eigentlich in Lumis Chat gehen, damit du nicht in beiden Chats antworten musst. Lofka. Hoppa, hoppa, Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Ach, verdammt. Deswegen der Serie, ne? Ich hoffe, Chris weiß, dass es eine Serie ist und dass du das nicht ernst meinst. Hä? Es gibt eine Serie, die heißt Alle hassen Chris. Was? Und Lofka hat das gerade gepostet mit einem Kappa-Smiley hinten dran. Okay, mein gut. Tag, meine Arbeit nervt. Du bist ja noch jetzt bei der neuen Arbeit, oder? In der Probezeit. Wieso nervt denn da die Arbeit? Das verstehe ich immer nicht. Wenn man eine neue Arbeit hat, die sollte in der Probezeit eigentlich nicht nerven. Bin ich der Meinung. Na, das ist immer ein bisschen, finde ich, schwierig. Oder schlechtes Vorzeichen. Ja, schlechtes Vorzeichen. Ich verstehe, was du meinst. Bin da ganz bei dir. Nein! Dann fangen wir nächstes Mal mit dem Sommer an. Ich finde das voll gut. Bin 20 Minuten zu spät zum Schmied getrappt. Hopp, nein! Hopp, hopp. So, wir müssen da unten mal irgendwie so einen Baum. Lass mal da unten einen Baum wachsen, wenn da ein Baum wächst. Das bäumelt. Dein Vertrag läuft in 2,5 Monaten ab? Moment. Wie läuft dein Vertrag in 2,5 Monaten ab, wenn du noch in der Probezeit bist? Das ist ja auch Quatsch. Der Probearbeitsvertrag. Und dann wird dann entsprechend ein richtiger draus gemacht oder halt. Normalerweise hast du einen längeren Vertrag und das ist einfach eine Probezeit in den Vertragsklauseln mit drin. Echt? Also das ist bei mir so. Ich habe noch nie vernünftig gearbeitet, ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht, ich habe nie gearbeitet. Tut mir leid. Twitch ist mein Beruf. Oder deine Berufung, je nachdem, ne? Weder das eine noch das andere. Eigentlich momentan gehe ich von einem Hobby aus, aber wenn die Donation-Frequenz so bleibt, dann werde ich doch Twitcher. Die Kollegen sind scheiße, oh, na gut. Puh. Das ist halt nur ein Halbjahresvertrag. Wenn die Kollegen scheiße sind, dann hau da ab, so schnell du noch kannst. Also ganz im Ernst, die werden nicht besser werden. Ist ja auch sowas, was ich schwierig finde. Also wenn es gibt viel Arbeit, die man machen kann, wenn die Kollegen gut sind. Und es gibt aber auch viel einfache und schöne Arbeit, die man nicht machen kann, wenn die Kollegen scheiße sind. Oder nicht machen will, dann eigentlich.
So. Ja, gut, Ende der EM 30.06. Ja, dann sucht er doch zum 30.06. schon was Hübsches Neues. Dann ja, würde ich auch mich jetzt schon ein bisschen umschauen. Ist wahrscheinlich das Einfachste. Ja. Schickes Lumi, dankeschön. Oh, da muss ich dann auch nochmal reingucken, wenn er sagt, schickes Lumi. Vorhin schon ein Kompliment bekommen. Wegen dem Oberteil, das mir eigentlich zu klein ist. Tja. Sachen, die zu klein sind, sehen halt an Frauen manchmal ganz schön geil aus. Also ein Tick zu klein. Nochmal, die Cam ist hauptsächlich auf mein Gesicht gerichtet. Man sieht gar nicht, dass es ich so hab auch nicht. Ich meinte ja auch nicht untenrum oder irgendwie, weil es da bauchfrei ist, sondern einfach. Untenrum habe ich sehr viel Platz. Manche Sachen sitzen unbequem, aber nur für denjenigen, der es anziehen muss. Für alle anderen sieht das gut aus. So. Ja, tatsächlich. Also ich finde, das ist. Also meine Haare zum Beispiel. Meine Haare sehen ohne das Headset im Stream immer scheiße aus. Völlig egal, was ich mache. Ich finde die so furchtbar und im Real Life gefallen sie mir eigentlich so, wie sie sind. Oh, gerade schreibt Chris und du mir ja die Haare schön. Ja, danke. Nein, habe ich nicht. Das sieht nur wegen dem Headset so aus. Fishing for compliments. Er hat es geschrieben, bevor machst ich auch gelesen habe. Bevor mir ich überhaupt angefangen habe. Chris hat übrigens bei mir geschrieben, dass er doch sich was Neues sucht. Also alles richtig. Sehr gut, sehr gut. Ja. Naja, jedenfalls finde ich die immer scheiße im Stream und im Real Life gut. Und das Oberteil zum Beispiel, das finde ich im Real Life irgendwie gar nicht so hübsch. Und ich habe es auch, glaube ich, noch nie außerhalb jetzt angehabt, seit ich es geschenkt bekommen habe. Wahrscheinlich, weil es zu klein ist. Ja, es ist ein bisschen, es ist irgendwie nicht so, es gefällt mir einfach nicht so ganz an mir. Und jetzt habe ich es vorhin aber, habe ich gedacht, ich muss irgendwas anziehen für den Stream. Ich möchte nicht im Schlafanzug streamen. Dann ist mir das halt so in die Hände gefallen. Und dann habe ich gedacht, naja, ziehst du das mal an, guckst mal, wie es in der Cam aussieht. Und voilà, es gefällt mir in der Cam. Ihr werdet mich damit aber wahrscheinlich niemals in voilà. Voilà. Ja. Voilà. Voilà. Kommt wieder das Französisch raus. Französisch. Parlez-vous français? Wer? Je ne parle pas français. 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 What's up? Oh, das war was anderes. Das war was anderes. Hubala. Das war was anderes, ja. Oh Gott. Wo will ich damit? Ich wollte noch was sehen. Jetzt sehe ich die seltene Saat in den Dingens da oben, die ich hier habe. Noch, da habe ich noch ein bisschen gemischte Saat. Melonensaat. Soll ich Melonen sehen? Ich kann auch Erdbeeren oben reinsehen. Ich weiß nicht, was ein Français ist. Französisch? Ich Franzose, ich nix, ich spreche in Deutsch. Weil sagen das viel weicher. Franzose. Ja, das will Ben immer, glaube ich. Was will ich sehen? Melonen. Für Melonen bin ich häufig zu haben, tatsächlich. Die sind echt lecker. Ich mag Melonen süß, auch. Mag süße Melonen. Nom, nom, nom. Jetzt hab ich Lust auf Melonen. Für allen kann ich mit Lumi sowieso nackt sehen, sehr schön. Melonen kann man sich so gut teilen, das ist eigentlich das Allerbeste daran. Ja, mein Chat hat seine Meinung über dich schon gefällt, ich finde das gut. Was? Für ne, was? Dass du mich nackt sehen willst. Ich kann nicht von der Kamera nicht genug einschätzen, um dem zu widersprechen oder das zu bestätigen. Okay. Jetzt überlegt Lumi, war das jetzt ein Diss? Gerade noch, ja, das ist ein Diss oder ein Kompliment oder einfach neutral. Das war nicht neutral gemeint. Das ist aber schon so ein bisschen so ein, naja, ich sehe dich vor der Cam. Wir haben uns auch mal du hast gesagt, geschickt irgendwann und so. Du hast, und was haben wir uns geschickt? Was? Was haben wir uns geschickt? Wir haben uns Bilder geschickt, bevor wir uns bei Cam gesehen haben. Und so. Ganz Körperbilder. Na dann halt nett. Davon wüsste ich aber, oder? Offensichtlich hinterlasse ich keinen bleibenden Eindruck. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Keine Nacktbilder. Nein, ich weiß schon, aber ich weiß es trotzdem. Ich erinnere mich nicht mehr an das Bild, das du mir geschickt hast. Ich glaube, ich habe dir mehrere geschickt. Hast du? Stimmt ja. Doch, du hast mir ein Bild geschickt hier mit deinem GameStar-Freund. Ja, oh mein Gott, mich. Okay, von dem Bild aus würde ich mich jetzt auch nicht ins Bett vögeln. An das Bild erinnere ich mich aber tatsächlich. Ja, das, gut, knapp. Das war kein Bild, sondern ein Video, glaube ich.
das, wo ich Neverwinter anmoderiere. Könnte auch ein Video, ja, stimmt, könnte auch ein Video gewesen sein. Aber das, ja, daran erinnere ich mich trotzdem eher als an Bilder. Ja, da sehe ich auch wirklich, wirklich scheiße aus. Also. Aber ich hätte jetzt eher auf die, Qualität deiner Cam geschoben, tatsächlich. Meine, die Cam muss schon gut sein, damit das wirklich überzeugend ist, dass man sagt, boah, ja, die will ich knallen. Also, warte mal, meine Cam muss besser sein, damit Leute denken, boah, geil, die will ich knallen? Naja, wenn die Cam scheiße ist, kannst du dich noch so hübsch anziehen, das Bild sieht trotzdem kacke aus. Ja, armes Lumi, genau.